Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen um kurz vor sieben an diesem herbstlichen Sonntagmorgen hier in Köln-Porz. Ich bin gerade mit der Bahn hier angereist, um heute meine lange geplante Trinkbrunnenwanderung durch Köln vorzunehmen. Da habe ich ja vor längerer Zeit mal einen Post gepostet, in dem ich gefragt habe, was ihr von Köln sehen wollt oder mir mal Vorschläge macht, was ich da für Strecken laufen könnte. Und da war eben unter anderem die Trinkbrunnenwanderung dabei gewesen. Ich habe den Kommentar leider nicht wiedergefunden von demjenigen. Vielleicht hat er ihn auch gelöscht, ich weiß es nicht. Also bei den 130 Kommentaren, die reingekommen sind, da kann er mir durchaus durchgegangen sein. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen tollen Vorschlag. Ja, und so habe ich mir hier einen Plan gemacht. Es ist nämlich so, die Rheinenergie hat in Köln im vergangenen Jahr, oder keine Ahnung, wann die damit angefangen haben, insgesamt 12 Trinkbrunnen haben die in Köln aufgestellt. Da kann man so sich einfach von fließendem Wasser einfach bedienen. Und ja, diese 12 Stück werde ich heute abwandern. Das werden ja irgendwas zwischen 55 und 60 Kilometern werden. Anfangen, also starten tun wir jetzt hier in Porz. Und die erste Station ist die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße. Gleich sind wir da. So, und damit herzlich willkommen nach 1,68 Kilometern an meiner ersten Station hier in der Bahnhofstraße in Porz, an meinem ersten Trinkbrunnen. Wer sich hier ein bisschen besser auskennt, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich mich eben erstmal grandios verlaufen habe und in die falsche Richtung losgelaufen bin. Nach dem Zitrönenhändler ist mir das dann aufgefallen. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt hier mal eine erste Kostprobe nehmen. Ne? Oh, da plätschert schon so schön. Prost! Ja. Das Wasser von Kölle ist Jod. So, auf jeden Fall wird es hier noch eine zweite Sache geben. Und zwar werde ich hier an jeder Station ein Pröbchen ziehen. Und zwar habe ich dazu mitgebracht 12 von solchen kleinen Glasfläschchen mit Korken oben drauf. Da habe ich noch so eine Frischhaltefolie drum gelegt, damit der Korken nicht aufweicht. Und zwar werde ich dann jetzt hier eben ein solches Pröbchen, sage ich mal, nehmen. Ja, und das Fläschchen so gut voll machen, stopfen wieder drauf und dann werde ich das mit nach Hause nehmen. Und in einem späteren Video werdet ihr sehen, was ich daraus dann machen werde. Also, ich bin sehr gespannt, ob das auch so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, damit packe ich das jetzt ein. Achso, ich muss noch beschriften, genau. Da habe ich extra einen Stift mitgebracht. Und zwar schreibe ich hier jetzt unten drauf, trocken machen, 1. So, dann weiß ich nämlich anhand meiner Liste, dass das die Probe von Trinkbrunnen 1 ist, welcher hier in Porz ist und so weiter. Und das werde ich jetzt bei jedem Brunnen so machen. Packe es wieder zusammen und dann gehen wir auch sofort weiter zur nächsten Station nach Rodenkirchen, Maternusplatz, etwa 11 Kilometer. So, und damit laufe ich jetzt auch schon hier am Rheinufer entlang auf die Rodenkirchener Brücke drauf zu, Rodenkirchen und Köln Zentrum. Also liegt noch einiges vor uns. Wanderung hat gerade mal begonnen. Leute, es ist eine super Stimmung hier. Es wird langsam heller. Es ist zwar sehr bewölkt, Regen, könnte ich aber Glück haben, dass da nichts weiter passiert. Ich habe sicherheitshalber mal einen Schirm eingepackt und ja, es ist gerade richtig toll hier, diese frühherbstliche Stimmung. Die Blätter fallen schon runter, die Bäume verfärben sich langsam. Also ich mag diese Übergangsstimmung in den Jahreszeiten, speziell vom Sommer zum Herbst. Ja, das ist mal so eine ganz gemütliche, magische Zeit für mich. Ne, man rückt näher zusammen, es ist ungemütlich draußen und einfach toll. Ich mag das. Was aber ein Problem ist, wenn das Laub so auf dem Boden liegt, hier geht es noch, das ist harmlos. Aber ich habe dann oft das Problem, dass ich auf dem Laub ausrutsche und dann mein Knie oft leidet, dann knackt das da drin und so. Also wenn richtig viel Laub auf dem Boden liegt, dann muss ich richtig aufpassen und die Schritte wirklich bedacht setzen und muss dann teilweise auch ein bisschen langsamer gehen und kleinere Schritte machen, mit der Winkel, in dem ich auftrete, etwas stumpfer wird. Ihr versteht, ne? Ja, und so geht es jetzt hier auch zügig und voller Elan weiter Richtung Rodenkirchen.
Kilometer 8, herzlich willkommen auf der Rodenkirchener Brücke. Ja, meistens gehe ich auf der anderen Seite rüber, heute mal auf der Seite, weil ich ja eben nach Rodenkirchen gehe und da will ich auch den Blick dahin schon haben. Ne, auf der anderen Seite kann man ja nur in die Innenstadt gucken von Köln. Hier hinter mir jetzt eben Rodenkirchen, 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon da. Ja, von hier aus kann man trotz des diesigen Wetters bis zum Siebengebirge blicken. Wahnsinn, diese Aussicht, wolkenbedeckt, aber ganz klare Luft, sehr schön. Auch relativ kühl und windig, aber fühlt sich alles gut an, genau richtig. Und Leute, ich melde mich gleich am Trinkbrunnen Nummer 2. So, dann herzlich willkommen hier in Rodenkirchen auf dem Maternusplatz. Enttäuschung macht sich breit. Ich finde keinen Trinkbrunnen. Das ist natürlich so ein bisschen Schnitzeljagd oder auch vergleichbar mit Geocaching fast schon, ne? Aber wo ich hier gucke, ich finde diesen Brunnen nicht. Leute, was ist hier los? Ist das der Maternusplatz? Ich denke ja, weil da hinten ist die Haltestelle, Bushaltestelle Maternusplatz. Das ist aber jetzt blöd. Hätte ich ja direkt nur 11 von den Fläschchen einpacken müssen, ne? Ne, das Ding finden wir jetzt. Sonst müssen wir irgendwie fragen. Ah, da vorne, gucke mal. Da an der Kirche, ist das geil. Da müssen wir hin. Ich höre es auch schon plätschern. Ach ne, ist die Frau mit der Tüte. Okay, ja, dann auf geht's. So, da wollen wir mal. Ja, auch hier schmeckt wunderbar. Das Wasser von Kölle Blefjord. Ja, super Sache. Dieses Glas übrigens habe ich aus meinem letztem Jahr, dem Mallorca-Urlaub mitgebracht. Das ist aus dem Restaurant. Und ich fand das immer so richtig erfrischend, aus diesem schimmernd blauen Glas kaltes, klares Wasser zu trinken. Und haben wir dann an der Rezeption gefragt, ob wir uns 3 dieser Gläser mitnehmen dürfen. Und die haben die uns tatsächlich so als Geschenk aufs Zimmer gestellt. Und da freue ich mich sehr drüber. Und das passt heute auch, mit diesem Glas hier zu trinken. So, nächstes Pröbchen. Bisschen viel. Zack. Nummer drauf und weiter geht's. Kurz vor 9, Kilometer 13, herzlich willkommen auf dem Gürtel. Ich glaube, das ist hier Beientalgürtel, bin aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade die Bonner Straße schon überquert und da sieht man hier auch neben mir schon diese Wahnsinnsbaustelle, wo eben das Gebäude der Deutschen Welle abgerissen wird. Schon seit bestimmt 2 Jahren oder so. Da sollte ja erst gesprengt werden, aber das ging dann nicht, weil befürchtet wurde, dass das Gebäude nebenan, was noch intakt ist, mit Schaden nehmen könnte. Und so sehen wir hier halt, das ist glaube ich das Treppenhaus müsste das sein und der Aufzugsschacht, das steht halt noch und den Rest haben sie schon abgebaut. Wahnsinn! Ja, vielleicht wird ja dieses Treppenhaus gesprengt. Vielleicht ist das ein bisschen ungefährlicher, fände ich richtig cool. Aber da müssen wir mal abwarten. Aber das sind auch Sachen, die mir dann gerne einfach durchgehen, wo ich nichts von mitkriege. Irgendwann höre ich dann mal, ja, das wurde gesprengt. Ja, habe ich nichts von mitgekriegt. Ja, auf jeden Fall habe ich mich eben ein bisschen vertan. Und zwar von Ports bis zum Maternusplatz waren es nur 7 oder knapp 8 Kilometer. Und die 11 Kilometer Strecke, die kommt jetzt. Ich bin nämlich auf dem Weg zur Jahnwiese. Am Stadion. Ja, und das ist so eine Positionsangabe des Trinkbrunnens. Also der ist auf der Jahnwiese, Höhe Adenauer Weiher. Ja, da werden wir uns wahrscheinlich gleich ein bisschen den Wolf suchen müssen. Ne? Ja, davor erstmal hier den Gürtel noch langlaufen. Das ist auch eine Straße. Puh, also echt nicht schön. Ne? Ist zwar Teil einer meiner Runden durch Köln, wenn ich abends im Militär hingehe, ne, dann über den Gürtel zurück, mache ich das schon mal des Öfteren, ja, aber es ist wirklich keine Freude. Ne? Ich beiß mich dann da halt durch, weil es eben eine 21 Kilometer Strecke ist. Im Dunkeln geht's dann, dann ist es alles ein bisschen ja, freundlicher, mystischer, sag ich mal. Also im Hellen, der Gürtel ist echt keine Freude, hier lang zu laufen. Aber mäste nichts dran. Wir wollen ja zum nächsten Trinkbrunnen. Und da vertraue ich jetzt hier heute wieder auf Garmin. Und so würde ich sagen, weiter geht's. Thank you.
20 vor 10, Kilometer 19. Der Gürtel liegt jetzt irgendwo rechter Hand. Ich bin hier so schräg abgeknickt gerade. Hab gerade die Bachemer Straße überquert und bin jetzt auf der Karl-Schurz-Straße. Leute, bei dem Wort Schurz, da denke ich immer an einen Film hier mit dem Schauspieler, der gestorben ist, der Rothaarige. Was war das? Dann kam Polly? Dann kam Polly, genau. Ja, er hatte geschurzt. Ne? Ihr wisst Bescheid, glaube ich. Richtig toller Film. Ja, jetzt darf ich das GPS nicht aus den Augen verlieren. Und ja, sind auch richtig, sehr gut. Ja, ich wollte gerade mal kurz erzählen hier. Ich habe mir hier die ganzen Trinkbrunnen aufgeschrieben, die 12 Stück. Einer davon ist laut der Webseite von der Rheinenergie noch im Bau. Aber das kann auch sein, dass das eine alte Information ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, 12 Stück sind das. Ne? Und da habe ich bestimmt 2 Stunden dran gesessen, wie ich am besten, strategisch sinnvollsten diese Punkte abwandere. Ne? Bei 12 Stück, da wissen wir ja, es gibt 12 Fakultätmöglichkeiten, diese Trinkbrunnen abzulaufen. Also 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6 bis mal 12. Und das ist natürlich eine Zahl, keine Ahnung, irgendwas im Bereich 10 hoch 10 oder 10 hoch 12, irgendwie sowas. Ne? Eine ganz große Anzahl. Und so habe ich mir dann überlegt, dass es eben strategisch günstig ist, das eben von oben nach unten oder unten nach oben abzuarbeiten. Und so bin ich eben heute Morgen nach Porz gefahren und laufe, das ist quasi von, ne, für nie ohne Seife, von Süden nach Norden quasi alles ab und mache dabei natürlich ziemlich große Schlenker. Aber ihr könnt euch das da selber mal anschauen, ne? Ob ihr da vielleicht einen besseren Weg hättet, besseren Weg gefunden wie ich jetzt. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und jetzt haben wir noch 2,18 Kilometer bis zur Jahnwiese. Uhr, Kilometer 21. Herzlich willkommen hier an Trinkbrunnen Nummer 3. Ich habe es vorher schon draufgeschrieben. Am Adenauer Weiher und der Jahnwiese. Die Beschreibung war sehr gut. Guten Morgen. Nein, nein. Sie sind auch gar nicht drauf auf der Kamera. Alles gut. Ja, hier merke ich schon, hier kommt deutlich weniger Wasser raus als aus den Trinkbrunnen vorher. Bisschen weniger Druck, aber das soll dem Geschmack bestimmt keinen Abbruch tun. Ja, wunderbar. Kann natürlich sein, dass das jetzt Einbildung ist, aber könnte sein, dass das ein bisschen weicher jetzt ist, das Wasser. Kann aber auch sein, dass wegen der ständigen Bewegung von mir, dass sich mein Geschmack auch verändert oder so. Ne? Das kommt ja doch irgendwie alles aus einem Loch, das Wasser, glaube ich. Ne? Top. Auf jeden Fall hier direkt abfüllen. Ne? Stopfen drauf und weiter geht's. Und zwar, jetzt kommen sie die kleineren Etappen und wir nähern uns so langsam auch der Innenstadt. Genau, das nächste wäre Nummer 4, die Elsassstraße, da wo noch nicht klar ist, ob der Brunnen schon fertig ist. Das sind jetzt 7,2 Kilometer von hier und weiter geht's. Vor 11 Kilometer 27 Militäring und ja, der äußere Grüngürtel liegen jetzt hinter mir. Ich bin jetzt gerade über die Zülpicher Straße gelaufen. Da sieht man, glaube ich, gerade noch die Bahn zur Haltestation Dasselstraße ist da, glaube ich, einfahren. Genau, ja, damit bin ich auch jetzt schon unterwegs zur Elsassstraße. Da bin ich, glaube ich, noch nie gewesen. Vielleicht, wenn ich da bin, werde ich es natürlich erkennen. Aber so auf Anhieb wüsste ich nicht, wo das ist. Und so bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall fiel mir gerade auch ein, wir haben ja einen neuen Monat, nämlich den Monat Oktober. Und damit ist es auch Zeit für das nächste Gewinnspiel. Ja, und was es diesen Monat zu gewinnen gibt, was ihr dafür tun musst, sehen wir uns jetzt in einem kleinen Video an. Film ab! Neuer Monat, neues Glück. Im Oktober-Gewinnspiel könnt ihr dieses Mal gleich 2 Dinge gewinnen. Sollte euer Navigationsgerät unterwegs mal den Geist aufgeben, führt euch dieser kleine Kompass mit Karabinerhaken ganz ohne Strom, GPS und völlig analog wieder auf den richtigen Weg. Sollte es dabei dunkel sein, dann rückt euch die i5T EOS aus dem Hause Olight mit bis zu 300 Lumen den Weg ins richtige Licht. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, postet einen Kommentar mit dem Hashtag Olight unter dieses Video und beantwortet folgende Frage. Gibt es 2 ungerade Zahlen,
deren Produkt gerade ist? Falls ja, so gib ein Beispiel an, falls nein, beweise es. Teilnahmeschluss ist der 31.10.2020. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß beim Lösen der Aufgabe. So, damit herzlich willkommen zurück. Viertel nach 11, Kilometer 29. Ich befinde mich jetzt hier in der Elsassstraße. Hinter mir läuft die Bonner Straße und darunter geht es eben zum Klodwigplatz. Ja, und die Elsassstraße ist sehr lang. Ich konnte bisher keinen Trinkbrunnen finden. Aber schon zwei Passanten hier gefragt, die konnten mir aber auch nicht weiterhelfen. Und so könnte es sein, dass das hier vielleicht die Baustelle sein könnte, wo dieser Trinkbrunnen eben in Kürze installiert werden soll. Scheint mir ein bisschen groß, das Loch für so eine kleine Säule da aufzustellen. Aber wie gesagt, laut der Webseite erfolgt die Installation in Kürze. Und ja, so bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt weiterzuziehen. Ich habe jetzt hier alles abgesucht, bringt nichts. Und nächste Station ist dann die Zeppelinstraße in 2,4 Kilometern. Jetzt hangeln wir uns so weiter, immer so kleine Häppchen im Innenstadtbereich und weiter geht's. So, kurz vor halb elf, Kilometer 30. Ich bin jetzt gerade die Severinstraße durchgelaufen und stehe jetzt hier an einer bemerkenswerten Stelle. Und zwar ist hier vor einigen Jahren, also Leute, das ist auch schon bestimmt wieder 10 Jahre her oder so. Ich blende es gerade mal ein, ich weiß das Datum nicht genau. Auf jeden Fall ist hier vor langer Zeit das Kölner Stadtarchiv eingebrochen aufgrund der Bauarbeiten an der Kölner U-Bahn. Und da ist jetzt immer noch seit sehr langer Zeit diese Baugrube. Damals sind auch mehrere Leute ums Leben gekommen und man hat da auch sehr lange gebraucht und ist wahrscheinlich immer noch dran, diese ganzen Archivsachen zu retten und Papiere zusammenzukleben, wiederherzustellen. Da wurden auch, so wie ich das mitbekommen habe, eigene Verfahren für entwickelt, um diese Bücherfetzen wieder zusammenzufügen irgendwie. Also eine richtig heiße Sache. Ja, und da vorne sieht man auch richtig krass, diese Baustelle ist schon richtig bemoost hier. Also die kommt wirklich in die Jahre und wann das hier fertig wird, weiß keiner, glaube ich. Die Schadensursachensuche ist ja, glaube ich, immer noch im Gange. Also den Schuldigen da zu finden. Und ja, das so zieht sich halt ellenlange hin. Hier vorne haben wir auch so einen kleinen, ja, an dem Bauzaun befestigt, hier so Schilder. Da wurde so das Ganze bisschen, ach, hier steht's, 3. März 2009, 13.58 Uhr ist das Gebäude eingestürzt. Diagnosen, Restaurierung, die Folgen. Was steht hier noch? Die Kosten 125 Millionen Euro. Fertigstellung richtet sich auf das Jahr 2026. Ja Leute, ist es wahr? Irre. Gut, haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Da noch so ein Bild, Einsturzstelle, so ein bisschen Gedenkstätte. Ja. Wahnsinn, da war Köln damals auch richtig schwer traumatisiert gewesen. Ich erinnere mich noch. Ja, müssen wir jetzt trotzdem weiter. Und zwar haben wir jetzt noch 1,07 Kilometer bis zum nächsten Trinkbrunnen. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen um 11.41 Uhr bei Kilometer 31 hier in der Zeppelinstraße. Ich bin jetzt gerade schon fast vorbeigelaufen an dem Trinkbrunnen. Ja, hier ist extrem windig, deswegen kann ich jetzt hier den Selfie-Stick nicht hinstellen. Auf jeden Fall hier rechte Hand geht es dann runter zum Neumarkt. Linke Hand wäre dann der Globetrotter, Karstadt und solche Sachen. Und genau, jetzt erstmal hier die obligatorische Probe. Ja, hier ist der Strahl schon wieder deutlich dicker als eben da an der Jahnwiese. Prost! Fantastisch. Richtig geil. Ja, Pröbchen schon vorbereitet. Nummer 4. So, Stöpsel drauf. Der fliegt hier bei dem Wind fast weg. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Sehr schön. Ja, Leute, damit ist Pröbchen Nummer 4 gezogen. Und wir gehen weiter zum nächsten Trinkbrunnen. Gerade mal schauen, wo der ist. Ihr seht auch, wie der Wind weht. Der Strahl fließt da einfach auf den Boden dann. Eieiei. Ist das Fläschchen gefallen. Es darf nicht wahr sein, aber es ist heil geblieben. Leute, so geht das hier live bei Dreharbeiten zu. Einfach irre. Und so, was haben wir jetzt? Zeppelinstraße, Eigelstein, 1,7 Kilometer. Weiter geht's. Ja.
So, 12.04 Uhr, Kilometer 33. Herzlich willkommen am Eigelstein, Trinkbrunnen Nummer 6. Direkt mal die Probe ziehen. Ja, hier ist der Strahl wieder deutlich dünner als eben. Also interessant, woran das liegt. Verschiedener Druck auf dem Röhrensystem, keine Ahnung. Aber Prost. Ja, messen nichts verkehrt mit, wunderbar. Direkt das Pröbchen wieder abfüllen. Zack, diesmal sicherheitshalber direkt ins Glas, damit es nicht wieder weggeweht wird. Genau, und damit geht es auch schon wieder weiter zur nächsten Station. Trinkbrunnen Nummer 7, Deutzer Freiheit, 2,4 Kilometer. Kurz nach halb 1, Kilometer 36, herzlich willkommen hier an der Deutzer Freiheit. Die Kirche da im Hintergrund, sehr bekannt. Ja, dieser Trinkbrunnen steht hier ganz romantisch neben einem wunderschönen Dixi-Klo. Das gibt jetzt so ein bisschen Windschutz hier. Trotzdem will ich die Kamera nicht hinstellen, weil der Wind hat so zugenommen, das ist Wahnsinn. Dazu kommt die Sonne auch immer wieder durch, deswegen trage ich jetzt wieder Sonnenbrille. Ja, hier ziehe ich jetzt gerade schon das nächste Glas Wasser. Prost! Super! Einfach toll. Richtig schön weich das Wasser. Bilde ich mir zumindest ein. Ja, und damit füllen wir auch schon das nächste Pröbchen hier ab. Pröbchen Nummer 7. So. Stöpsel drauf, direkt ins Glas. Ja, und damit geht es dann jetzt auch weiter zu Trinkbrunnen Nummer 8. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das in Kalk. Aber ich schaue sicherheitshalber mal nach. Das heißt, da müssen wir einfach nur die Düxer Freiheit weiterlaufen. Und zwar, ja, Barcelona Allee in Kalk, 1,5 Kilometer. Weiter geht's. So, dann herzlich willkommen um 12.52 Uhr nach 37,45 Kilometern an Trinkbrunnen Nummer... Was habe ich gesagt? 7, 8? Leute, ich gucke lieber nochmal nach, ich was Falsches sage. Weil die Nummerierung ist natürlich individuell. Nein, wir sind bei Trinkbrunnen Nummer 8 gerade angekommen. Hier Barcelona Allee, völlig einsam und verlassen steht dieser arme Trinkbrunnen hier in dieser Parkanlage auf der Rückseite von den Köln-Arkaden. Einfahrt zum Parkhaus. Aber einen schönen Blick rüber zur Köln-Arena haben wir. So, und jetzt keine großen Reden. Prost! Ja, hier ist der Strahl schon so dünn, der droht schon fast nur noch zu tropfen. Ja. Ja, was lange braucht, wird endlich gut. Prost! Das habe ich dann so runtergekippt, dass ich mich richtig verschluckt habe. Oh, ihr kennt das, wenn man danach so gar nicht sprechen kann richtig, ne? So, nächste nichts dran, Pröbchen gezogen, zack. Und weiter geht's zum nächsten Trinkbrunnen Nummer 9. Ich glaube, das könnte jetzt schon Richtung Mülheim gehen. Ja, richtig, Jan-Wellem-Straße in Müllem, 2,9 Kilometer. Weiter geht's. Bin ich schon auf dem Weg nach Mülheim jetzt, laufe hier gerade an einem sehr großen Lidl vorbei und ja, ich weiß nicht, also sag mal so, es gibt einen Zuschauer, der hieß früher Mind, jetzt hat er seinen Namen umgeändert, kann mich nicht mehr erinnern, wie er jetzt heißt. Auf jeden Fall sagt er immer, ich soll mir mal den Lidl in Buchforst anschauen. Also das hier, ist das hier Buchforst, Leute, ich bin gerade echt nicht auf dem Laufenden. Auf jeden Fall soll das wohl der größte Lidl Europas sein. Kann sein, dass der das ist. Muss ich auf jeden Fall nochmal Rücksprache halten. Denn da hatte ich dann jetzt nach all den Jahren auch mal vor, diesem Wunsch nachzukommen. Ne? Im Lidl Buchforst, dem größten Europas, da mal einzukehren.
das hatte ich auch vor, eben im Rahmen eines Extremmarsches zu machen. Ja. Wie genau, weiß ich noch nicht. Ich werde dann irgendwie vielleicht aus Köln raus, Bergisches Land, wieder und dann hier beim größten Lidl Europas da mal einkehren, um eben diesen Zuschauer Mind, hieß er früher, eben auch eine Freude zu machen. Und weil der war immer so fleißig am Kommentieren, immer Grüße vom Lidl aus Buchforst, Grüße vom Lidl aus Buchforst, unter jedem seiner Kommentare. Genau, Grüße gehen an dieser Stelle also raus und ja, was geht noch raus? Keine Ahnung, meine Kondition so ein bisschen, also ich merke es langsam, ne? Nähern uns dem 40. Kilometer. Nein, wir sind schon bei Kilometer 40 und jetzt langsam merke ich es halt auch. Ne? Bin jetzt seit fast 6,5 Stunden mehr oder weniger nonstop in Bewegung. Aber das Kölner Wasser hält mich natürlich schön frisch und gibt immer schön Energie. Ihr wisst Bescheid. Ne? Genau, jetzt haben wir noch bis nach Müllem zur Jan-Wellem-Straße. Sind noch genau 1 Kilometer. Und damit herzlich willkommen um kurz nach 1:30 bei Kilometer 42 hier in dem Mülheimer Stadtgarten, Jan-Wellem-Straße. Ich habe mir da eben so ein bisschen den Wolf gesucht, musste dann nochmal auf die Internetseite schauen und da stand dann eben im südlichen Teil des Mülheimer Stadtgartens. Sehr schön hier, bin ich auch zum ersten Mal jetzt hier vor Ort, da bin ich sonst immer noch dran vorbeigefahren, wenn ich hier den Walliser Klevische Ring vorbeigehe oder sowas, dann sehe ich schon mal, dass da hier eine Grünanlage ist, aber dass das hier so toll ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, auf jeden Fall hier nächster Trinkbrunnen. Trinkbrunnen Nummer, ich vergesse die Nummern, kann es wahr sein. Ja, auch hier dauert es wieder ein bisschen, aber schneller als eben. Damit sage ich Prost! Herrlich! Ja, dazu dann wieder das nächste Pröbchen hier abfüllen. Zack, fertig. Ja, da würde ich sagen, einpacken und weiter geht's zum nächsten Trinkbrunnen. Die Wanderung neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und zwar ist das dann schon, jetzt müssen wir nach Nippes, wieder andere Rheinseite. 5,4 Kilometer. Weiter geht's. Nach 2 Kilometer 46. Herzlich willkommen auf der schönsten Straße von ganz Köln, der inneren Kanalstraße. Leute, diese Straße ist so eine Seuche, das ist nicht mehr feierlich. Ne? Hauptverkehrsstraße ist quasi die Verlängerung von der Zoobrücke, führt nach Köln rein und ja, ab hier ist dann meistens auch gerne Stau, so wie jetzt. Ne? Obwohl Sonntag ist, keine Ahnung, was die Lücke hier alles machen. Aber es ist einfach nur Lärm, laut, schmutzig, ungemütlich. Also diese Straße ist eine Katastrophe. Da wohnen auch nur sehr wenige Leute. Lass mal überlegen. Ja, die heißt ja später, ab der Uni, heißt es dann Universitätsstraße. Da geht es dann so halbwegs. Aber dieser Massentransport, Straßencharakter bleibt ganz schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch schlappe 1,44 Kilometer bis zum nächsten Trinkbrunnen. Der soll eben auf der Mehrheimer Straße am neuen Sportpark sein. Ja, jetzt ist die Mehrheimer Straße extrem lang und auf dem GPS-Gerät habe ich mehrere Sportparks da gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal von der inneren Kanalstraße aus rein und hoffe, dass es direkt am Anfang ist. Ansonsten müssen wir weitersuchen. Vor 3, Kilometer 49. Ja, es ist gerade mal wieder soweit. Ich konnte gerade so ein bisschen ausflippen, aber über meine eigene Beschränkt und Blödheit. Das kann echt nicht wahr sein. Ich hatte mir das eben auf dem GPS-Gerät angeschaut, wo ich hin muss und keine Ahnung, wie ich auf so einen Schwachsinn komme, aber ich hatte im Kopf, ja, bis zur Fendlerstraße kannst du erstmal laufen, dann musst du irgendwo abbiegen, aber nein, das hätte schon noch vor der Hornstraße hätte ich abbiegen müssen. Leute, 1,5 Kilometer umsonst. Scheiße, Mann. Sowas ärgert mich schwarz.
ist im Grunde aber nicht weiter schlimm. Ne? Kilometer schrubben schadet ja nichts. Aber es ist einfach, oh nee. Es ärgert mich, aber andererseits ist es nicht schlimm. Ja, ganz blöder Zustand gerade, ne? Weil ich ja auch schon, wie gesagt, jetzt so ein bisschen kaputt bin. Die Beine melden sich und es ist anstrengend. Es ist auch unangenehm, ne? Es kommen immer wieder so richtig kalte Windböen und dazu knallt die Sonne dann so warm einem auf den Kopf drauf. Und dieser Kontrast zwischen kalt und warm, das finde ich sowas von unangenehm. Ja, und dann bin ich dann halt so ein bisschen gereizt auch und dann geht mir echt sowas wie jetzt hier gerade tierisch auf die Eier, ne? Ich lauf und lauf und lauf und bin schon lange vorbei. So eine Scheiße, du, ehrlich. Ja, ne? Ja. Mehrheimer Straße, was eine Scheiße, du, ehrlich. Fenlochstraße, da hinlaufen. Also sowas Bescheuertes habe ich ja, also, ne, als ob ich hier zugezogen bin nach Köln. Mehrheimer Straße bei der Fenlochstraße, so ein Schwachsinn. Ja, gut, messe nichts dran. Ich melde mich gleich vom neuen Sportpark in Nippes. Genau, tschüss. So, dann nach diesem wirklichen Ärgernis, herzlich willkommen um 14.53 Uhr, Kilometer 49,69, also 49,96 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen an dem 10. Trinkbrunnen hier Mehrheimer Straße am neuen Sportpark. Ja, also diese Angabe ist echt ätzend. Mehrheimer Straße, Ecke Innere, hätte es im Sportpark Mehrheimer Ecke Innere, irgendwie sowas. Aber die Mehrheimer Straße, wie gesagt, die zieht sich noch da quer durch Nippes durch, da gibt es noch mehr Sportparks und das weiß Glück, dass es hier gewesen ist. Naja, nicht weiter ärgern, erstmal einen Schluck trinken. Wow, da ist richtig Druck drauf. Schmeckt gut. Tröpfchen voll gemacht. Ja, kennen wir mittlerweile. Jetzt gerade mal auf den Plan gucken. Jetzt geht es noch nach Ihrefeld. Und zwar auf die Subbelrater Straße, Höhe Tackofeld. 3,1 Kilometer. Weiter geht's. So, und dann sind wir hier jetzt auch schon auf der Liebigstraße. Hinter mir kann man vielleicht noch sehen, das Café Richter. Das ist so ein Stehcafé, Bäckerei und sowas. Und das kenne ich noch. Da war ich ein kleines Kind, ja. Die haben schon, die sind seit, ich weiß nicht, gefühlten 40 Jahren gibt es dieses Café. Und da war ich früher mit meinem Vater als Kind oft drin gewesen, früh morgens. Ne? Die haben schon um 4 Uhr früh oder so aufgemacht. Und da konnten wir dann, wenn ich mit meinem Vater mitgefahren bin im LKW, wenn ich Ferien hatte oder sowas, sind wir da ganz früh morgens schon eingekehrt, haben da gefrühstückt. Ne? Das war immer richtig klasse für mich als Kind. Gerade im Winter, in den Wintermonaten, wenn es so dunkel war. Und da war schon Betrieb drin. Ne? Oh, ganz klasse ist das. Und ja, finde ich einfach toll, dass dieses Stehcafé immer noch existiert. Ich selber war aber jetzt schon seit, ach ich weiß es nicht, 20 Jahren nicht mehr da gewesen. Aber es hängen halt schöne Kindheitserinnerungen daran. Leute, was für ein Wind, was ist hier los, Mensch? Kann doch nicht wahr sein. Boah. Ja, so ist das halt. Jetzt Liebigstraße. Linker Hand beginnt jetzt hier gleich der Schlachthof. Da kann man wunderbar auch Grillfleisch einkaufen für günstiges Geld. Und ja, Campina ist da glaube ich auch. Hier bin ich früher, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, mit dem Fahrlehrer oft rumgefahren. Weil da ist ja hier die Milchwerke, Campina. Früher war es Tuffi. Ne? Und der nannte dann die Tour, die wir gefahren sind, immer die Tuffi-Tour. Da waren schöne, enge Straßen. Und wenn man da mit einem Sattelzug so durchfährt, war schön. Hat Spaß gemacht. Ah, wieder so eine Krawallnudel. Boah, Leute, schlimm. Also wird Zeit, dass ich ankomme. Ich werde langsam grantig. Ne? Ich glaube, ihr merkt das schon. Aber sind immer noch 1,8 Kilometer bis zum vorletzten Brunnen. Und dann gibt es noch das letzte richtig lange Stück. Das führt uns dann raus bis nach Chorweiler. Nochmal 10 Kilometer. Also ein bisschen haben wir noch was zu tun. Damit herzlich willkommen um 15.33 Uhr bei Kilometer 54 an Trinkbrunnen Nummer 11, Subbelrater Straße, Höhe Tackofeld. Hinter mir, also hinter euch, ist es so ein kleiner Sportplatz und eben das Tackofeld. Dann äußere Kanalstraße, der hier gleich links und rechts ab und hier ist eben die Subbelrater Straße. Ja, dann wollen wir mal. Okay, wieder ein bisschen weniger. Ist extrem windig auch geworden.
aber Prost. Ja, und ich glaube, hier ist es bisher am kühlsten von der Temperatur her. Weiß man nicht, wie viel Kilometer das Wasser schon zurückgelegt hat. Ja, also hier ist es ganz klar am kältesten bisher. Und ja, damit würde ich sagen, Probe ziehen. Und zur letzten Station aufbrechen nach Chorweiler Sportanlage am Weichselring. 10,1 Kilometer. Weiter geht's. Kilometer 58, herzlich willkommen auf dem Heckhofweg. Ihr seht schon, total trostlos hier, öde, verlassen alles. Hier war früher auch so Kiesgrube, meine ich, ein Stück zurück sowieso. Da wird immer noch aktiv ausgekiest und Bauschutt deponiert, nicht recyclingfähiger Bauschutt. Ja, hier war früher, glaube ich, auch mal, das haben sie schon zugekippt wieder. Und ihr seht hier diese Deckel hier, ja, die kann man jetzt diesen Deckel nicht aufmachen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass da die Sachen, die da unten liegen, die einst zugeschüttet wurden, mit die Gase da raus können. Keine Ahnung, was hier verbuddelt wurde. Will man wohl, glaube ich, auch gar nicht wissen. Selbst wenn es nur Bauschutt ist, sind natürlich immer Verunreinigungen drin und Bakterien, die da immer noch drin arbeiten können. Und damit sich da kein Druck aufbaut, kann das, glaube ich, über diese Ventile da, über diese Klappen, sich dann eben den Druck abbauen. So, ich bin schon völlig neben der Mütze wieder und ja, gerade ist echt nicht schön, war eben so ein Punkt, wo ich wirklich, boah, so langsam gelaufen bin, ne? Mir tut der Rücken weh, ich muss jetzt auch nochmal machen, so mal richtig so den, oh, sich so nach vorne beugen, ins Hohlkreuz gehen, das tut richtig gut gerade, oh, Leute, irre, einfach irre, aber ich habe es mir wie immer selber ausgesucht, morgen, spätestens übermorgen werde ich mich wieder freuen, was ich da für eine Leistung vollbracht habe. Ja, bin jetzt seit 9 Stunden 20 Minuten ununterbrochen, mehr oder weniger in Bewegung. Oh, und ein Anstieg von 208 Metern. Also ihr seht, Köln nahezu flach, ne, auf fast 60 Kilometern, 200 Meter Anstieg. Das ist ja gar nichts. Ne? Da haben wir auf dem Moselsteig 2000 Höhenmeter gemacht. Ja, das ist das Hundertfache, ne? Zehnfache, 200. Nee, zehnfache nur. Entschuldigung, habe ich ein bisschen zu Dings hier, ne? Ach Leute, was rede ich? Ja, wir sind jetzt hier, haben noch 5,48 Kilometer. Oh, ging noch ziemlich schnell. Der hat eben nochmal neu berechnet und dann hat es auf einmal weniger Kilometer gehabt. Sehr schön. Ja, Sportanlage Weichselring in Chorweiler. Ich bin sehr gespannt und weiter geht's. Uhr, Kilometer 62. Ja, ich nähere mich dem Ziel. Noch 1,12 Kilometer. Leute, ich bin so froh, wenn ich gleich da bin. Ja, auf jeden Fall wollte ich gerade noch eine kleine Geschichte zum Besten geben. Und zwar bin ich gerade hier, als ich vom Volkhofener Weg in diese Wohnsiedlung abgebogen bin. Da kam in der, wie hieß die Straße, Butzstraße, Butzheimer Straße oder was, da kam ein Auto angeschossen. Das ist eine reine Wohnsiedlung, da fährt man höchstens Schrittgeschwindigkeit. Und der kam so um die Ecke gebrettert, der hat mich fast da über den Haufen gefahren. Es hat wirklich, also sein Außenspiegel, den habe ich schon im Windzug gespürt, ist glücklicherweise nicht passiert. Aber ich habe so einen gehörigen Schrecken bekommen. Ja, das ging so schnell. Ich konnte mich dann noch rumdrehen, habe dann noch irgendwas gerufen oder so. Ja, und dann war er auch schon weg gewesen. Und ja, dann gehe ich weiter hier auf die Willi-Sutt-Allee oder was, Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam der Mann mir dann entgegen zu Fuß mit seiner Frau und seinen Kindern und hat sich vielmals entschuldigt und dass er mich da so, ja genau, das war der Mann von dem Auto, so genau, der hat sich dann bei mir entschuldigt dafür, dass er da so gerast ist und ja, das fand ich einen richtig feinen Zug von dem Mann, also fand ich sehr nobel diese Geste
Genau, ja, das wollte ich gerade mal so erzählen, dass es auch Rowdies gibt, die das nachher einsehen, sich entschuldigen. Fand ich richtig klasse. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, hier sind wir noch in Seeberg, glaube ich. Da drüben ist dann Chorweiler City Center. Also hier kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Ohne Garmin wäre ich hier verloren. Ne? Ja, so ist das. Ja, da drüben schon die ersten Sperrmüllhaufen, kann man es sehen. Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Noch 900 Meter bis zum Weichselring. Ja, da müssen wir mal gucken. Sportanlage, ne? Ist auch wieder eine sehr schwammige Formulierung. Ne? Muss man ein bisschen suchen. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir jetzt auch schon, jetzt haben wir schon 17.13 Uhr, Kilometer 64. Herzlich willkommen an der Sportanlage Weichselring. Und ja, die Angabe ist wirklich mehr als dürftig. Dieser Trinkbrunnen soll sich befinden im Park an der Sportanlage Weichselring. Jetzt habe ich gerade schon mal hier einen Passanten gefragt und der wusste auch sofort, ich habe ihn gefragt, steht hier irgendwo ein Trinkbrunnen von der Rheinenergie? Sagt er, ja, da vorne durch an dem grünen Container. So, hier, das meinte er, ne, dieses Ding hier, das ist wahrscheinlich von der Sportanlage hier, von dem Sportplatz, irgendwas mit Wasser. Das Ding ist aber außer Betrieb. Ja, und Leute, hier läuft man sich wirklich, ich habe glaube ich schon so oft gesagt, einen Wolf heute. Das ist so eine große Parkanlage. Wo soll man hier bitte diesen Brunnen finden? Also da muss ganz klar eine viel genauere Angabe hin. Ne, ich bin jetzt hier genau an den Sportplätzen. Ich kann jetzt nochmal rumlaufen. Ich gehe jetzt quasi wieder zurück, den Weg, den ich gekommen bin. Dann biege ich mal an dem einen Sportplatz rechts ab. Aber dann, Leute, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So Leute, kurz vor Feierabend platzt mir hier gleich die Hutschnur. Haben jetzt 5:45, ist Kilometer 67. Ich habe dieses Drecksding immer noch nicht gefunden. Meine Freundin ist schon da an diesem Brunnen. Und ich konnte herausfinden, dass diese Sportanlage da hinten nicht die Sportanlage Weichselring ist, sondern irgendein anderer Scheiß. Und ich sollte hier mal weiter. Meine Freundin sagt, das ist kurz vor Blumenberg. Aber das ist doch nicht den beschissener Ernst. Was ist da für eine Angabe? Im Park an der Sportanlage. Hier ist ein Spielplatz jetzt. Und kein Brunnen. Und keine Sportanlage. Also den Verantwortlichen, den müsste man wirklich bis an sein Lebensende rastlos umherirren lassen und irgendwelche Scheiße zu suchen. So, da vorne steht schon meine Freundin und Sohnemann. Jetzt fängt er doch an zu rähnen. Also Leute, das macht mich gerade richtig sauer wieder, ne? So ein Schwachsinn. Und da steht auch dieses Drecksdingen, ey. Im Park an der Sportanlage. Eine Sportanlage ist für mich da hinten mit Fußball, nicht hier so einem Bolzplatz und Skaterpark. Sollen Sie bitte schreiben, in dem Park, wo die Skateranlage ist am Weichselring. So eine Scheiße, ehrlich. Boah, da platzt mir echt die Krawatte, ne? So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Die Sportanlage, die echte Sportanlage, die ist Luftlinie entfernt. Und zwar, jetzt haben wir gleich, die ist Luftlinie 1,26 beschissene Kilometer entfernt. Und die sprechen hier von diesem komischen Skaterpark. Gut, nützt alles nichts, jetzt sind wir da. Hier ist der letzte Trinkbrunnen, da plätschert er vor sich hin. Ja, dann zum letzten Mal das Szenario, alles aufbauen und dann sind wir weiter. Kommen wir schon näher ran. So, liebe Leute, jetzt nochmal 76,04 Kilometer in fast genau 11 Stunden. Und ja, die Leute um mich rum, die sind sehr gespannt, was hier gerade passiert. Ich habe da auch gerade eine sehr nette Kamerafrau gefunden, die übernimmt gerade die Kameraführung. So, letzte. Das war auch ziemlich, ziemlich mau, was hier rauskommt, ne? Prost! 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 Was ist das? Wow! Schmeckt genauso gut wie die anderen 10 Brunnen vorher auch. Letzte. Ne, es gab einen, der ist noch nicht aufgebaut. Der ist in der Nähe von Klopfigplatz. So, letztes Pröbchen. Zumachen. So, Leute, das war's jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ein bisschen ruhiger. Abmoderation machen wir da hinten in Ruhe. Und so würde ich sagen, vielen Dank an dich für die Kameraführung. Genau.
So Leute, dann ist noch mal in Ruhe die Abmoderation. Die Kiddies da, die waren ja so aus dem Häuschen. Die hat das so gefreut, dass ich hier mit der Kamera aufgetaucht bin. Und genau, ja, was wollte ich noch sagen? Ich bin ziemlich zerschossen, aber ich war schon schlimmer zerschossen, aber auch weit weniger zerschossen auf längeren Strecken. Also im Grunde alles richtig gemacht. Heute wird es auch eine Neuerung geben. Und zwar wurde ich ja des Öfteren gefragt, warum ich nicht mal meine Touren tracke. Das habe ich heute erstmalig getan. Und zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wie ich euch diesen Track zugänglich machen kann. Ich denke aber, da gibt es Plattformen, da kann man so einen Track hochladen und dann könnt ihr euch den runterladen. Informationen dazu findet ihr auf jeden Fall in dem von mir angepinnten Kommentar, so dass denn hier funktioniert. Denn hier steht seit, ich weiß nicht wie lange, Track exportieren abgeschlossen, schon seit mehreren Minuten und es tut sich nichts. Ja, nicht, dass das Garmin jetzt da deswegen abstürzt und der Track weg ist, dann ist das halt leider so. Die Information wird dann auch in dem angepinnten Kommentar stehen. Und liebe Leute, so, jetzt bin ich endgültig raus. Verabschieden darf ich mich mit einem letzten Abspann und verabschiede mich wie immer mit den Worten: Geht raus, bewegt euch, madet Jod und tschüss. Und zum Schluss gehen noch Grüße an folgende Kanalmitglieder raus: Den Niederrheiner 2, Envy, Meierleinchen Biene, Orlandos 2310, Retro Street, Reinhold Brandstetter, Simon Friedrich, Tex Latzänger, Thomas P. und Wobrock on Bike and Tour. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung meines Kanals.